Willkommen zurück bei Licht und Finsternis. Ja, es wird spannend. Wir haben das letzte Mal endlich das Anwesen des Hexers erreicht. Und wir haben uns ja hier schon ein bisschen umgeguckt in diesem Anwesen. Doch bis jetzt ist von ihm noch keine Spur. Na, mal sehen, was passieren wird, wenn wir auf ihn treffen. So, wir haben uns ja schon kurz ein bisschen umgeguckt. Wir können in diese ersten Türen hier nicht rein. Und diese überprüfen wir mal jetzt. Okay, da... Huch, da will ein Sperrwert irgendwas von mir. Da verschlägt es mir doch glatt die Sprache. Ja gut, was soll's. Wir müssen natürlich wieder zwei sein, das war ja klar. Ein lebendes Schwert. Was es hier so alles gibt. Och, und selbst die können zaubern, wie gemein. Okay. Ich bin gleich wieder dazu gezwungen, mich zu heilen. Ich glaube, wir haben ja fast keine Heiltränke mehr, oder? Das ist nicht gut. Sollen wir uns nochmal trauen? Nein. Wir heilen uns erstmal. Unser letzter Heiltrank auf Tiram. So, die machen wieder ihr Schild. Könnte ich eigentlich vielleicht auch mal machen. Aber na gut. Versuchen wir erstmal die Schwerter da klein zu kriegen. Ich denke mal, die werden nicht gleich so viel aushalten. Na? Okay, Z-Schild machen sie andauernd. Aber wenigstens vergiften sie nicht oder so. Ja, doch, die halten eine ganze Menge aus. Okay, aber das erste hätten wir schon mal klein gekriegt. Da wieder. Oh. Böser Schaden. Natürlich muss es Lea wieder aushalten. Naja, uns geht's beiden nicht mal allzu gut. Und ich denke, das waren noch nicht die letzten Gegner in diesem Schloss oder was auch immer. Naja. Tja, wir müssen jetzt dann unsere große Heilung verwenden, denn normale Heiltränke habe ich ja leider nicht mehr. So, da hat dir das Schild auch nicht mehr viel geholfen. Naja, vielleicht finden wir hier was. Im Schrank ist nur Geschirr. Scheint Wein zu sein. Okay. Eine Blume. Kupferbesteck. Ja, auf Blumen hat er wohl keinen Appetit mehr. Das im Dorf hat ihm gereicht. Teller und Becher. Schade. Anscheinend muss ich erst einen Mechanismus betätigen, um die Tür zu öffnen. Okay. Aber ich denke mal nicht hier. Ich sehe zumindest nichts. Das haben wir alles angeguckt. Nein, ich denke mal, der Mechanismus ist woanders. Hier, hier. Nein. Da schon mal nirgends. Dann gehen wir halt hier noch rein. Ja, Schrank, was willst du mir damit sagen? Okay, ich bin eingeschüchtert. Die Bücher sind alle in einem in eine Geheimschrift geschrieben, die ich nicht entziffern kann. Okay, das sagt er bestimmt überall. Schade, ich würde mal hoffen, irgendwo vielleicht zufällig was finden zu können. Mensch, was ist denn heute los mit mir? Okay. Geheimschrift, Geheimschrift, Geheimschrift. Ist hier irgendwas? Schriftrollen. Bringt uns leider auch nichts. Das interessiert ihn auch nicht. Ja, ich hatte eigentlich bewusst Abstand von dem Schrank. Aber na gut, gucken wir halt mal, was er uns denn sagen will. Ein Rätsel. Okay. Ein Rätsel. Was will es mir damit sagen? Das erinnert mich ein bisschen an Tetris.
Wie könnte das funktionieren? Wir müssen hier überall die Bücher reinstecken. Und ich kann sie anscheinend nicht ganz links außen hin, sondern ich kann die nur hier so vertauschen. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Vielleicht muss das auch eine Linie unten ergeben, ich weiß nicht. Schwierig. Wie funktioniert das? Da unten sind zwei. Vielleicht müssen wir auch überall die, in jedem Regal die gleiche Anzahl von Punkten haben. Das könnte natürlich auch sein. Wie viel haben wir denn? Das oben sind 9. Dann machen wir einfach mal so grob geschätzt. Hier hinten haben wir 6. Aber es kann auch nicht funktionieren, da würde uns ja was fehlen. Wir haben hier noch was. Nee, das kann so nicht funktionieren. Außerdem sind das unten 7. 6, 7. Das wäre es dann eh schon, sage ich mal, wenn wir überall 7 haben müssten, weil das sind 7. Das sind 7 und das auch. Ich kann ja mal gucken, ob was passiert zufälligerweise. Nein, anscheinend nicht. Hätte erst sein können, aber nö. Leider nicht. Vielleicht finden wir noch irgendeinen Hinweis, ansonsten müssen wir es halt so probieren. Aber da drüben geht es auch nur wieder hier raus. Und da. Okay, da geht es auch noch weiter. Ja, aber irgendwie sollte ich wohl erstmal das Rätsel machen. Nichts Wichtiges. Leer. Okay. Ich glaube, da sollte ich auch erst später hingehen. Wie sieht es denn hier unten aus? Auch nicht gerade sehr einladend. Schön gemacht, aber trotzdem, naja. Anscheinend muss ich erst einen Mechanismus betätigen, um die Tür zu öffnen. Mal wieder, kann ich hier... Ups. Ich glaube, ich habe schon kaputt gemacht. Ich denke mal, das muss ich hier irgendwie alles hin verschieben. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Und das da oben kann ich... Ach so, ja, okay. Kapiert. So, nochmal. Ja, wir müssen diese Säulen hier natürlich an die Ecken anbringen. Also ich sag mal, die Ecken des Dreiecks. Ja, hört sich blöd an. Gut, das sollte doch machbar sein. Aber irgendwie kann ich das nicht nach rechts schieben. Dann muss ich noch ein bisschen weiter höher. Nee. Aber ich glaube, er hat es ja vorher nach links geschoben. Vielleicht funktioniert auch das wieder. Nee, irgendwie auch nicht. Komisch. Da. Ach. Ja, okay. Ich habe immer das Falsche geschoben. Angequatscht. Sagen wir es mal so. Ja, das gehört hier rüber und das dann runter. Das sollte es ja eh schon gewesen sein. 10 EP erhalten. Lea hat die nächste Stufe erreicht. Cool. Na dann passt ja alles. Okay, das sieht nach Bonus aus. Nur Unrat, da sehe ich aber eine Kiste. Mit 40 Goldmünzen. Den Ziegel des Bernsteins. Und ein schwerer Brustpanzer. Na, das ist doch mal was wert. Gut, da gucken wir doch gleich mal. Gegenstände.
Oder bin ich überhaupt richtig? Bin mir schon wieder nicht sicher. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ausrüstung. Gut. Rüstung. Ach, wir haben jetzt schon... Nee, Moment. Das ist der schwere Brustpanzer. Abwehr mit 6. Okay. Und... Moment. Kurzschwert, haben wir hier zufällig irgendwas noch? Nein. Bleiben wir beim Kurzschwert. Armband haben wir auch nichts. Talisman auch nicht. Okay. Dann gucken wir noch bei Lea rein. Da können wir jetzt... Ach, die hat schon den Brustpanzer. Ach so. Na gut. Ja. Dann lassen wir das natürlich drin. Dafür haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Da könnten wir noch eine Giftklinge reinnehmen. Oder? Angriff 18. Doppelklinge. Doppelklinge hat Angriff 18. Die Giftklinge hat noch vergiftet zu 20%. Ja gut, dann lassen wir natürlich die Giftklinge. So, jetzt aber. Okay. Ach, ich muss mich schon wieder heilen. Nicht gut. Aber so weitermachen, das ist tödlich. Ich fürchte nur, wir haben keine, keine Heiltränke mehr. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen was Größeres nehmen. Heilknochen ist aber auch ein bisschen über. Und sonst haben wir nichts. Schlecht. Sehr schlecht. Ich will eigentlich die 200er Heilung nicht damit verschwenden. Ein Heilzauber haben wir nicht zufällig, oder? Nee, natürlich nicht. Glimmerstaub. Ach, da sehen wir jetzt ein bisschen was. TP plus 100, 4 Energie. Ach, das können wir leveln. Okay, das können wir ein bisschen leveln. Jetzt kapiere ich das. Spezialtechnik, Flammenschlag. Da können wir zum Beispiel Flammenwirbel noch erlernen. Verstehe. Na gut, das haben wir jetzt schon irgendwie ein bisschen verbockt, weil das zu teuer ist. 16 Energie. Na gut. 5 Energie, ja, das Energie ist natürlich hier links oben anscheinend aufgelistet. Interessant, ja, schön, dass wir das herausgefunden haben. Lea hat anscheinend irgendwie die gleichen Skills. Na gut, wechseln. Wenn du mehr als 3 Charakter hast, na gut, das muss jetzt auch noch nicht sein. Aber ein schöner Bonus. Immerhin einen neuen Brustpanzer. So, da waren wir noch nicht. Da können wir auch nicht rein. Das ist auch verschlossen. Tja, mich lässt jetzt dieses Rätsel noch nicht los. Was es damit auf sich hat. Hier, glaube ich, sieht man auch nirgends einen Hinweis, oder? Ich glaube nicht, dass man im Bücherregal was sieht. Halt, hier rein. Nö. Das hilft uns hier nichts, glaube ich. Also ich sehe leider keinen Hinweis. Na gut, gucken wir nochmal. 6 Bücher. 1, 2. Wie müssen die angeordnet werden? Ach, Stimme. Moment. So. Na, jetzt sollte es doch wieder passen, hoffe ich mal. Ja, dieses Rätsel. Es lässt nicht locker. Wie machen wir das? Wir haben hier ein Buch mit einem Punkt.
Hier mit 2 und so weiter. Und so wie ich es gedacht habe, das bringt ja leider nichts. Dass man auf alle Seiten 7 oder was das war macht. Könnte natürlich auch übereinander irgendwie gedacht sein oder ich weiß nicht. Quasi hier. Nee, das ist Quatsch. Nee. Ich komme leider nicht drauf. Also ich hätte eigentlich gedacht, das würde so funktionieren wie anfangs vermutet, dass wir in jeder Reihe 7 herausbekommen müssen, aber hier... dann hätten wir es schon theoretisch. Ich guck mal, was haben wir dann hier? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10. Tja, das ist doof. Da fehlt mir irgendwie der Ansatz, wie es funktionieren soll. Hier ist natürlich auch nirgends was. Hier steht auch nirgends was geschrieben oder so. Das wäre bestimmt ein geiler Bonus. Mist, ich will das schaffen. Aber ich habe halt keine Ahnung, was die von mir wollen. Natürlich ein bisschen was durchprobieren, aber das bringt im Endeffekt auch nicht wirklich was. Ernsthaft? Ich musste es einfach nur der Reihenfolge anordnen. Oh Mann. Na gut, da habe ich wohl ein bisschen zu kompliziert gedacht. Wir müssen es einfach nur ja, von links oben nach rechts unten ordnen. Von 1 angefangen bis 6. Na gut. Besser ein bisschen später als nie. Hat ja immerhin noch geklappt und da hat sich ein Weg geöffnet. Mit einer Kiste. 50 Goldmünzen gefunden, ein Bernstein, Langschwert und Blaukraut. Super. Das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Ausrüstung, ich glaube, ich bin hier... Nein, ich bin hier richtig. Kurzschwert. Angriff 10. Das neue Schwert hat Angriff plus 20. Bernsteinelement, okay. Na gut, das kriegt natürlich unser Held. Und, stopp. Du machst das wieder rein. So, Lea. Denke ich mal, bleibt bei der Giftklinge. Doppelklinge, Giftklinge. Ich glaube, die kann auch unser Schwert gar nicht führen, so wie ich das sehe. Also es wird hier zumindest nicht aufgeführt. Dann bleiben wir natürlich bei der Giftklinge. Okay. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auch geschafft und können dann gleich weitergehen. Ich tendiere nur gerade nochmal dazu, kurz speichern zu gehen. Denn es ist hier gleich um die Ecke und dann brauchen wir das mit dem Rätsel zum Glück nicht mehr machen. Obwohl wir es jetzt eigentlich wissen. Also es ist eigentlich total einfach. Naja, was soll's. Gut, dann gehen wir mal noch weiter. Vielleicht können wir auch hier irgendwie eine Abkürzung schaffen bei der Tür, aber anscheinend nicht. Ich glaube auch, das ist nicht nur eine Mauer. Ich glaube, hier sind wir irgendwie ein Stockwerk höher. Wenn ich mir das so ansehe. Bisschen schwer zu erkennen. Das ist noch verschlossen. Ich guck nochmal schnell rein. Hier war nochmal Bonus. Und was war hier? Auch verschlossen, okay.
Alte Rüstung, alte Rüstung. Gehen wir also weiter. Tja, ich würde hier ganz einfach mal vermuten, wir können erst auf die Felder gehen, wenn sie leuchten. Oder das Gegenteil. Okay, das müsst ihr noch sagen, Leute. Also ich darf da nicht rauf, wenn die leuchten. So habe ich das zumindest jetzt verstanden. Naja, mal gucken. Also sie leuchten zumindest alle. Ach. Das ist aber ganz schön fies. Vor allem dann extra den Weg nochmal machen. Ach Mann, wie gemein. Vor allem das wechselt immer so schnell. Oder ich laufe einfach durch, wenn alle Felder weg sind. Das könnte sogar klappen. Jawohl, geht doch. Und da kommt schon wieder ein tollwütiges Schwert auf uns zu. Und da sehe ich eine schöne Kugel. Aber eins nach dem anderen. Erstmal machen wir die Schwerter platt. Zwar mit unseren Schwertern. Okay, die machen schon wieder ein Z-Schild auf sich. Ich denke mal, damit sie nicht zu Magie anfällig sind. Und jetzt noch das Normale, um gegen Angriffe besser gerüstet zu sein. Aber unser Schaden ist jetzt schon um einiges besser geworden mit den neuen Waffen. Trotzdem fürchte ich, dass ich mich gleich heilen muss. Oh ja. Und zwar flott. Wenn du dann... Tja, schade um die große Heilung. Aber wir müssen eine Heilknolle nehmen. Schade. Na gut, es hilft nichts. Ich hoffe mal, dass Lea nicht stirbt. Das wäre schlecht. Oh, hör auf damit. So, du nochmal. Ich denke mal, das Schwert hat auch nicht mehr allzu viel. Jawohl, mich kannst du angreifen. Habe ich nichts dagegen. Und jetzt stirb. Also mit den neuen Waffen natürlich um einiges einfacher. Und bitte, bitte lass ein paar Heiltränke dabei sein. Schlafampulle, naja. Tränke und ähnliches. Zauberstäbe. Damit kann ich nichts anfangen. Zaubertränke. Ich weiß aber nicht, was sie bewirken. Tja, schlecht. Bücher über Magie und hier haben wir Purpurschimmel. Na gut. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Ist das ein Schalter? Ja, und ich habe ihn gedrückt. Alte Bücher. Seltsames Pulver. Vielleicht können wir auch jetzt erst die Kugel nehmen. Eine schwebende Kugel. Du willst sie nicht mitnehmen? Okay. Das überrascht mich ein bisschen, aber wir haben ja einen Schalter gedrückt. Und vielleicht können wir jetzt da irgendwo weitergehen. Ich denke mal, hier nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Immer noch verschlossen. Das ist eine blaue Kristallkugel. Okay, vielleicht hat sich auch unten jetzt was getan. Da ist das. Nee, das hilft uns auch nichts. Hier waren wir ja auch schon. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh nein. Daran hätte ich mich erinnert. Ich renne mal schnell zum Speicherpunkt, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Und ja, sorry Leute für den Cut hier an dieser Stelle. Aber wie diese Burg, dieses Anwesen hier weitergeht, erfahren wir erst das nächste Mal bei Licht und Finsternis.